Sodala, willkommen zurück. Teil 2. Bisher klappt ja alles super. Was jetzt bei der PMDG mich auch nicht total überrascht. Eine Sache übrigens, ich hab mich mal wieder programmiertechnisch beschäftigt und habe tatsächlich angefangen, hier was zu programmieren, damit wir ATC, so Chatter haben. Und ja, ich glaube, es war 100. So. Ah, nee, 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 nee. 1, 3, 6, 0, 2, glaube ich, war das. Ich versuche den asiatischen Chatter zu aktivieren. Ja. Deswegen war auch die Speedbreak raus wegen den Reversers. So, 136, 0. Ja, sieht fast so aus, ob es heute nicht geht. Ach so. Ich glaube, ich muss das Skript einschalten. Ja, das kann sein. Vielleicht brauche ich da einen Knopf. Ja, da muss ich was tun. Also ich habe da was programmiert. Und ja, Lua ATC Chatter. Okay, das heißt, theoretisch ist er jetzt an. Und ich mache das so über Frequenzen, dass man zum Beispiel die Region des Chatters einstellen kann. Jetzt bin ich allerdings nicht sicher, ob das Skript läuft. Ist wahrscheinlich jetzt wieder Vorführeffekt. Werden wir jetzt wahrscheinlich nicht haben. Ist doch immer das Gleiche, oder? Er sollte jetzt eigentlich eine Meldung abgeben, welche Region er zugeschaltet hat. Ich mache mal 136.0. Es kann jetzt aber auch damit zusammenhängen, dass die PMDG wieder irgendwas macht, was nicht mit den normalen Radios funktioniert. Ja, das sieht fast so aus, als ob es hier ein Problem mit der Radio-Hardware gibt. Schade. Gut, vielleicht finde ich das noch während des Flugs raus. Normalerweise sollte er jetzt in asiatischen Regionen einschalten und wenn ich dann auf eine andere Frequenz gehe, auf die 135, das ist jetzt Ground, ist die 02. Ach, ich bin ja, habe ich, nee, da habe ich schon richtig gemacht, ja. Naja, gut, kann man nicht ändern. Machen wir mal weiter, weil sonst verspäten wir uns jetzt unnötig. Dann mal los. Schade. Der Sound hier drin ist absolut fantastisch. Absolut fantastisch. Ja, übrigens, ich habe nicht das EFB benutzt, okay? Ich habe ein Schnellsetup ohne das ganze EFB-Gedöns gemacht. Ich werde euch dann während des Flugs ein bisschen kleine Sequenz machen, wo ich dann nochmal durch das EFB durchgehe, das ich im englischen Try and Fly gezeigt habe. Aber ich wollte heute nicht nochmal dieses Ganze, weil das dauert und alles viel zu lange. Es ist eh schon selbst mit dem bisschen Erzählen und den relativ kurzen Setup. Ups, vielleicht sollte ich mal. Der macht ja hier Formula Una. Aha, wo ist der Dings? Ungefähr hier. Okay, das ist die Mitte etwa. So, ihr seht auch schon ungefähr, wo wir sind. Ich schalte mal den Modus hier von der EFB um.
Wir sind fast ein bisschen schnell. Groundspeed von 30. So schnell taxelt man mit der Dash 8 nicht unbedingt. Aber ja, die Triebwerke sind ziemlich kräftig. Also die. So, jetzt haben wir immer noch irgendwas. Ah ja, das ist jetzt der Unterschied bei den Fuel Tanks. Das hatte ich schon bei meinem Try and Fly. Durch die APU wird ein kleines Ungleichgewicht geschaffen. Und dummerweise hat er nichts Besseres zu tun, als das, als sich das zu merken. Jo, und die einzige Art, wie ich das dann wegkriege, ist, indem ich es, ja, indem ich es dann wegklicke. Ich werde jetzt mal schon mal den Transponder einschalten. Ich nehme an, dass wir jetzt auf TARI sind. So, TCAS ist an. Eigentlich, ah ne, TCAS ist off. Ach. Ja, das ist manchmal ein bisschen ist nämlich schwer zu erkennen. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jawohl. Diese Message geht nicht weg. Das hatte ich schon. Kenne ich schon. Ich gehe jetzt hier auf Recall, auf Reset. Und vielleicht sollte ich mal so langsam gucken, wo sind wir eigentlich? Ja, wir wollen bis ans hintere Ende. Halt, das ist das hintere Ende. Sehr fix. Jetzt hätte ich es beinahe. Jetzt wäre ich beinahe in die Walahei. Hier in Dubai. In die Walahei in Dubai gerollt. Ja, Frames auf jeden Fall über 20, was für diesen Rechner gut ist. Aber wie gesagt, kleines Display macht es ein bisschen einfacher. So, na, dann würde ich sagen, rollen wir mal aufs Feld. So, Strobes an. Ich hatte das Taxilicht vergessen. Vielleicht können wir ja auch noch mal die Checkliste uns angucken. Der Recall, ja, gut, der ist gecheckt. Die Autobrake steht jetzt auf RTO. Die Flight Controls haben wir gecheckt. Und das Ground Equipment ist weg. Das war die Before-Taxi-Checklist. So. Das ist diese Fuel-Tank-Engine. Da erklärt er das übrigens nochmal. Condition. One of these occurs with cross-feed valve one of four open. In either wing, an inboard tank quantity is less than or equal to the respective outboard tank. Das bedeutet, was ist, wenn ich die Cross-Fuel-Dinger ausschalte? Macht er das dann weg? Ja, dann ist es weg. Na, so kriegt man es auch hin. Gut, Flaps 10 sind gesetzt. Oder noch nicht? Nee, SIF ist natürlich nicht gesetzt. Habe ich mir nur eingebildet. Muss man natürlich auch noch machen. Gott sei Dank gibt es die Checkliste. Sonst würde der abgelenkte Costa hier die Hälfte vergessen. Bisschen mehr Schub. Wir müssen gucken, dass wir um 12:20 Uhr die Schlappen vom Boden abheben, damit wir schön in der Zeit sind. 2 Minuten haben wir noch. Naja, das haut doch hin wie die Schnur. So, Flight Log. Guckt ihr jetzt? Seht ihr? Er hat schon erkannt, dass wir um 6:35 PM. Er nimmt jetzt natürlich die. Er nimmt wahrscheinlich meine lokale Zeit. Ja, okay. Das kriegt er nicht hin. Aber immerhin, wir kriegen die verschobene Zeit. Das bedeutet, ich muss dann halt nur die entsprechenden Stunden abziehen. Und dann passt das auch. So, na, so ungefähr. Das tun wir dann schon noch ausgleichen. So, sehr schön. Also, bleiben wir hier mal stehen. Ja, Take-off-Time, da werdet ihr jetzt auch gleich sehen, wie er das macht. Aber ich gehe jetzt natürlich hier auf die Departure, sodass wir hier dann als nächstes die Departure in der Karte haben. Na dann,
Tick-off-Flaps sind inzwischen gesetzt. Ich nehme an, die Checkliste ist auch grün. Sehr schön. Dann haben wir jetzt die After-Take-off-Checkliste. Die ist natürlich noch ein bisschen zu früh. So ganz leicht. Irgendwie ist das ein bisschen schief, ne? Naja, egal. Gut. Na dann, würde ich sagen, los geht's. Ach ja. So, hier auf den Knopf drücken, damit man die Take-off-Power setzt. Und auf geht's. Wir wollen fliegen. Ich hoffe, es klappt. Mit den PMDGs. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das katastrophal daneben geht, ist sehr, sehr klein. Und selbst wenn was passiert, kriege ich sie wieder aufgesetzt. V1, Hand vom Schubhebel. Rotate. Langsam ziehen. Und Nase nach oben. Ah, und im Kopfhörer, das sind ganz sonore Geräusche. Wahnsinn. So, ich fliege jetzt ein bisschen dem Flight Director nach. Positive Rate, Gear Up. Wir fliegen jetzt hier aus Dubai raus. Naja, so ein bisschen rauf und runter geht's. Dann klappen. 5. Gut. Dann LNAV, VNAV. Und ich richte ihn mal noch ein bisschen her. So. Dass wir auf dem Flight Director sind. Bisschen nachtrimmen. Das Honeycomb Yoke mit seinen doch sehr schweren, schwergängigen Yoke fühlt sich viel realistischer an tatsächlich. Dass man in einem großen Flieger drin ist. Also das Honeycomb Yoke ist auch eins von diesen genialen Tools. Gut, Autopilot Command A an. Klappen 1. So, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. So, Edding technisch passt. Schalt dann auch mal das Wetter hier. Moment, ich schalte das Wetter mal hier auf den, auf euer Display. Der Grund übrigens, warum diese Displays ein bisschen springen und nicht total smooth sind, ist, dass das ist bei mir eine Performance-Einstellung, die, damit die Displays nicht ganz so viel Saft sozusagen ziehen. Ja, jetzt sieht das auch wieder richtig schön blau und hübsch aus. Toll. Also mehr können die im Prepared. X-Plane kann das noch nicht. Egal welches mehr ich im X-Plane gesehen habe, das sah nie wirklich gut aus. Das sind so Sachen, die im Prepared einfach viel, viel, viel besser sind. Allerdings, also beim Meer, also bei Wasser, das meiste ist tatsächlich out of the box. Gut, mit dem PTA habe ich ein bisschen die Farbeinstellungen und so weiter schon ein bisschen angepasst, das Rendering. Aber der war jetzt nicht teuer. Ne? So, Klappen, einfahren. So. Jo. Was sehen wir hier?
So, nichts mehr. Auf geht's Richtung Iran. Standard, was war das? Oh, ich habe vergessen, was ist denn die Transition Altitude? Ist die 18? Ne, die ist 1300. Die Transition Altitude ist 1300 hier. Das hat er nicht automatisch gesetzt. Aber noch ist das okay. So, 10.000. Jo, sehr gut. Das sieht doch aus wie Meer, oder? Das sind so die Dinge, die ich im X-Plane ein bisschen vermisse. So, Transition Altitude kommt gleich. Okay, Standard. Sehr schön. Die After-Takeoff-Checklist ist durch. Next ist dann die Descent-Checklist, aber das ist dann noch ein Stück hin. Ja, der Grund, warum die alle schwarz sind, übrigens, weil ihr die hier draußen seht, ne? Man kann sie leider nur entweder drinnen oder draußen haben. So, ich gehe hier mal auf die Progress Page. Und wenn wir mal ganz kurz im Flight Log gucken, dann sehen wir jetzt sehr schön, wir sind um 6:50 meiner Zeit losgeflogen. Das entspricht natürlich, das muss ich dann rausfinden, was der Zeitunterschied ist zwischen der Uhr hier. So, das andere, was wir jetzt mal, dazu nehme ich jetzt mal die dritte her, die hier. Gehen wir mal hier ins Menü, FS Action, und gucken uns die Autocruise an. Wir sind jetzt bereits in zweifacher, ne, SIM-Rate. Und er wird das immer wieder rauf und runter schalten, wenn er merkt, dass entweder die Frames runtergehen oder wenn er merkt, dass der Flieger anfängt stark zu fluktuieren, höhentechnisch zum Beispiel, oder auch das Heading irgendwie erratisch wird. Dann macht er das wieder zurück auf 1, damit sich der Flieger wieder einfängt. 2 ist eine unkritische Einstellung. Jo. So, ich hoffe, dass der Desktop-Audio nicht zu laut ist. Aber kann ich jetzt leider ein bisschen schlecht überprüfen. Ja, das ist also hier der Automatic Cruise Mode, der mir natürlich dann die Zeit etwas besser macht. Der Vorteil ist, dass Treibstoffverbrauch und so weiter sind exakt gleich. Ja, damit soll es also kein Problem geben. Ja, das Einzige, was man wirklich merkt, ist, er ist natürlich etwas schneller. Aber vor allem hier der Steigflug, der wirkt viel, viel flotter, als das normalerweise der Fall ist. Ne? Das kommt natürlich durch den
So, mit Wolken gehen die Frames durchaus ein bisschen runter. Das ist leider so. In dem Flieger. So, im Augenblick kommen wir mit 13,8 Tonnen an. Also jetzt sind wir schon näher an dem dran, was Simbrief eigentlich ausgerechnet hat. Das wird sich aber noch ändern, wenn wir dann auf der Reiseflughöhe sind und auch ein bisschen langsamer werden. Dann wird sich das auf alle Fälle ändern. So. Wir sind jetzt inzwischen auch schon im Route-Teil, also wir sind aus der Departure-Route raus und wir sind jetzt hier in dieser In-Route-Karte auch. Ja, kann man sehen, also das Pinke hier, das war die, bis Redup war die Abflugroute, die SID. Und jetzt sind wir bereits bei Totku und erreichen auch bald den Top of Climb. Ich glaube, ich weiß auch inzwischen, warum wir keinen ATC bekommen. Ich bin nämlich ein bisschen dämlich. Ich habe das Ganze natürlich auf COM 2 gemacht. Mei. Ja. Ganz vergessen und habe dann versucht, das auf COM 1 einzustellen. Das geht natürlich nicht. Wir sehen jetzt hoffentlich gleich eine Message hochkommen. Da ist es, Asia, sehr schön. Jetzt kann ich, ich habe feste Frequenzen im 135er Bereich, mit denen ich auswählen kann, welche Art von ATC. Weil wir schon im Reiseflug sind, gehe ich auf ATC, also auf Center. So, jetzt schauen wir, ob wir die ATC zu hören kriegen. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch gleich den Sound von der Maschine generell runterdrehen, weil ich finde es ein bisschen zu... Ich finde es nämlich leider ein bisschen zu laut. Sound. So. Master Volume 1 und 5. Das ist aber trotzdem irgendwie ziemlich laut, ne? Ah, hier. Das ist ja schon irgendwie sehr laut. Machen wir mal 10. 10. 10. Ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich das stark geändert hat. Sehr eigenwillig. Ja, das ist schon das richtige Sounddevice. Volume Levels Adjust, ja. Yeah. Das ist, wenn ich jetzt den Master auf 1 setze. Also irgendwie ist das jetzt nicht der erhoffte Erfolg. Moment, gehen wir mal nach draußen. Jo, das überrascht mich jetzt etwas. Bei der 400er war das eigentlich kein Problem, das einzustellen. Jo, ich weiß ja nicht, vielleicht liegt es auch an der Einstellung.
Ach so, ja. Naja, aber das sieht laut aus. Gut, ich habe jetzt mal die Lautstärke von meinem Kopfhörer etwas runter, aber naja, ich hoffe, dass es nachher nicht total falsch ist, der Sound. Kann man es dann aber auch nicht ändern. Gut. So. Ja, das wird jetzt erstmal der kommentierte Teil sein. Für eine Zeit lang. Jetzt werde ich mir erstmal einen schönen Tee machen, damit der trockene Hals wieder was abbekommt. Das ist jetzt 9 Uhr abends meiner Zeit. Und jo, sieht aber an sich jetzt erstmal nicht schlecht aus. Ich tue hier mal die Progress einschalten. Wir sind jetzt auf der Reiseflughöhe. Und natürlich könnten wir uns auch mal angucken, was wir denn so an Treibstoff verbrauchen. Ich überlege auch, kann man das vielleicht ein bisschen so besser sehen. Dazu muss ich auf die Fuel Page. So. Und dann sieht man hier den Fuel Flow, der liegt bei irgendwo zwischen 22 und 23. Also insgesamt verbrauchen wir so zwischen 8 und 9 Tonnen pro Stunde im Augenblick. Und das natürlich auch aufgrund des Windes, der, wie ihr seht, von der Seite kommt und eigentlich uns eher bremst, als dass er uns unterstützt. Und natürlich müssen wir den 68 Knoten von der Seite auch entsprechend ausgleichen, indem wir halt ja, so einen Vorhaltewinkel nehmen, der halt in den Wind geht, damit die Drift, die wir bekommen, ausgeglichen wird. Das heißt, wir fliegen in den Wind rein, damit wir auf dieser Kurslinie bleiben. Sonst würden wir ja abgedriftet, abgeschoben sozusagen, weggeschoben werden. Jo, gut. Ja, von jetzt an zieht sich's. Aufgrund des Verschnellerungsmodus würde ich sagen, wir kommen 1818 Zulu an. Das ist 2018 Zulu lokaler Zeit. Nach Sommerzeit. Jo. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon gefühlt 49 Minuten unterwegs. In echt natürlich haben wir jetzt nicht ganz so lange der Flug schon. Das kommt jetzt aufgrund des Verschnellerungsmoduses. Heißt aber, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich vor Mitternacht oder kurz um Mitternacht rum werde ich dann die Landung in Liège aufnehmen. Und jetzt werde ich dann einfach ein bisschen das Video mitschneiden und hoffe, dass wir bisweilen auch schöne Szenerien sehen. Leider ist der Prepared, was das anbelangt, nicht so toll. Da ist einfach nicht so viel drin, ne? Aber in Europa, so mit Orbix, Landklassen und so weiter, sieht es zumindest nicht ganz schlecht aus. Jo. Ja, dann. Bis später.